Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Wenn es um Trump und Putin geht, dann hole ich mir erstmal meine Teetasse. Ich trinke ja keinen Kaffee. Meine Teetasse, da gibt es auch einen kleinen Teesatz unten. Und dann gucke ich nach, was da drin steht, nicht? Und da steht drin, viel Lärm um nichts steht da gerade drin. Das konnte ich gerade noch entziffern. Also ich sitze hier und natürlich folge ich meinem ausgeprägten Heimweh und schaue jeden Abend die Tagesschau im Netz. Und nachdem ich die Tagesschau geschaut habe, lässt das Heimweh eine Weile nach. Aber am nächsten Tag ist es wieder da. Das ist so mit Abhängigkeiten. Und wenn sich dann die beiden, die mir auch nicht immer sympathisch sind, Putin und Trump treffen, wird das, glaube ich, die Sternstunde der deutschen Hellseherei sein. Ja. Da wird sich der Berufsverband Deutscher Hellseher, vertreten durch die Gewerkschaft Verdi und den Journalistenverband DJV, zusammensetzen. Und sie werden furchtbare Szenarien entwerfen. Ja. Und es kann sein, wenn wir das ausschließen, dass Putin und Trump sich wunderbar vertragen, dass sich dann über ihre Carrera-Rennbahnen unterhalten oder wer hat den größeren Maybach in der Garage stehen. Es hat lange nicht mehr einen Politiker gegeben, der so viel Spaß an Politik hatte wie Trump. Ich meine, das muss man können. Morgens beim Frühstück Deutschland platt machen, nicht sagen, die leben auf unsere Kosten, wir verteidigen die und die ziehen unsere Milliarden ab. Und dann, ein paar Stunden später bei Treffen mit Merkel, eine wunderbare Beziehung, wir sind ein Herz und eine Seele, es ist unser Lieblingsland. Ich kann schon verstehen, dass der Mann die Leute ein bisschen verwirrt. Andererseits, ihm vorzuwerfen, er würde jetzt mit Putin einen Deal eingehen, zugleich aber macht er sich über die Abhängigkeit Deutschlands von Russland lustig, was ja nicht so ganz falsch gedacht ist, das ist halt die deutsche Trump-Politik. Er hat keine Chance bei uns. Er hat keine Chance bei uns. Und wenn es nach uns ginge, wäre er längst abgesetzt. Nicht? Das Lieblingsthema in den deutschen Feuilletons ist das, wann kommt endlich das Impeachment-Verfahren gegen Trump? Das ist die primäre Sorge deutscher Feuilletonisten, weißt du? Sie wachen morgens auf, haben noch keinen Tee, keinen Kaffee getrunken, waren noch nicht auf dem Klo, haben ihrer Frau noch nicht mal guten Tag gesagt. Und der erste Gedanke der aufgewachten deutschen Feuilletonisten ist, mein Gott, wie werden wir heute Trump los? Ja, ist eine glückliche Nation, die hat sonst keine anderen Sorgen. Nicht? Ich würde mich mal eher vielleicht um den Zustand des Hardenbergplatzes in Berlin kümmern, der im Begriffe ist, von arabischen Gangs übernommen zu werden. Ja, aber natürlich ist die Frage, wie lange müssen wir noch Trump ertragen, viel wichtiger, zumindest das deutsche Feuilleton.